München sucht den Radlstar. Fast 4 Wochen lang fotografierte eine Crew in ganz München bei einem Streetcasting Radlfahrer mit ihrem Fahrrad. Charakterköpfe, Alltagsradler oder Wochenendbiker. Viele Menschen traten vor die Linse, um sich für den Radlstar zu qualifizieren. Doch warum will man Radlstar werden? Beim Radlstar habe ich mitgemacht, weil ich einfach eine Radl-Jenny bin quasi. Und ich fahre überall mit dem Radl hin, ob durch München oder ich habe auch vor, durch die ganze Welt zu fahren mit dem Radl. Deswegen dachte ich, ich muss der Radlstar werden. Radl-Jenny wird Radlstar, gell? Hallo, ich bin die Caroline, ich bin 25 Jahre alt. Ich möchte Radlstar werden, weil ich die Kampagne toll finde. Ich finde schön, dass die Landeshauptstadt München sich einsetzt für mehr Radfahren in München. Von den vielen Teilnehmern, die alle zumindest ein schönes Foto mit nach Hause nehmen können, qualifizieren sich 20 für das finale Voting. Dem Sieger oder der Siegerin winkt ein Preisgeld im Wert von 4.000 Euro. Jeder Finalist bekommt auf jeden Fall ein schickes Fahrradoutfit. Doch auch Sie können etwas gewinnen. Stimmen Sie auf radlhauptstadt.de für Ihren Favoriten und gewinnen Sie mit etwas Glück einen Gutschein vom Münchner Lifestyle-Shop Stilrad im Wert von 430 Euro. Ich möchte Radlstar werden, weil ich das schönste Fahrrad Münchens habe. Radlhauptstadt München. Was klingt wie ein Slogan, ist Realität. Daniel Sommer, der Fotograf der Aktion, hat nämlich eine Entdeckung gemacht. Was mir jetzt auch echt klar geworden ist durch den Job, ist, wie viele Leute es gibt in München, die wirklich, also nicht nur Rad fahren, weil sie von A nach B kommen wollen, sondern für das eine Lebenseinstellung ist. München sucht den Radlstar. Klicken Sie sich doch mal durch die vielen schönen Fotos der Bewerber. Es lohnt sich. 95.5 Charivari. Münchens Hitradio. München.